auch bei Befürwortern von Waffenlieferungen wird oft mal so getan, als ob jetzt der Marder oder der Leo oder der Abrams, ist ja egal, welcher Panzer geliefert wird, ob das die Wunderwaffe sei. Und letzten Endes, wenn der mal da ist, ist der Sieg der Ukraine gesichert. Das ist natürlich Unsinn. Nach langem Ringen schickt Deutschland Schützenpanzer vom Typ Marder in die Ukraine. Über die Bereitstellung von Kampfpanzern wird weiter diskutiert. Militärexperte Carlo Masala begrüßt diesen Schritt. Doch reicht das, um die Ukraine ausreichend zu unterstützen? Die Ukraine befindet sich im Krieg. Da reicht nie irgendetwas komplett. Also es ist egal, was man liefern wird. Aber es ist der richtige Schritt. Es ist der richtige, nächste logische Schritt, den die Bundesregierung hier in Zusammenarbeit mit Frankreich und den USA vollzogen hat, weil sie die Ukraine in die Lage versetzt, die zu erwartenden Offensiven jetzt im Frühjahr einfach besser und professioneller durchführen zu können. Große Offensiven im Frühjahr. Darauf bereiten sich beide Seiten gerade intensiv vor. Denn auch wenn es im Osten der Ukraine derzeit heftige Gefechte gibt, verzeichnen weder der Aggressor aus Russland noch die Verteidiger der Ukraine große Erfolge. Es bewegt sich relativ wenig in den Frontverläufen momentan. Und nichts, von dem man sagen kann, es ist wirklich von entscheidender Bedeutung. Alle warten auf den Frühling und ich glaube, es ist auch realistisch, dass im Frühling die Kämpfe an Intensität wieder zunehmen werden. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass diese ganze Frage Schützenpanzer und vielleicht Kampfpanzer bis Frühling entschieden ist, sodass die im Frühling der ukrainischen Armee zur Verfügung stehen. Die Ukraine wartet auf Panzer aus dem Westen, Russland auf neue Rekruten. Putin spielt auf Zeit und bedient sich Täuschungsmanövern, denn nichts anderes war die über das orthodoxe Weihnachtsfest ausgerufene Waffenruhe laut Experte Masala. Nein, es war von Anfang an eine Finte und die genau darauf abzielte. Und interessanterweise ist diese Feuerpause ja dann plötzlich ausgerufen worden, als immer deutlicher wurde, dass Frankreich AMX, Deutschland Marder und die USA Bradleys liefern werden. Das war genau darauf abgerichtet, diejenigen, die grundsätzlich gegen Waffenlieferungen sind, lauter werden zu lassen in den NATO- und EU-Staaten, zu sagen, seht ihr, sie machen eine Feuerpause, vielleicht kann man darauf aufsatteln, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, jetzt sozusagen irgendwie zu einer längeren Feuerpause zu kommen, und so weiter und so fort. Die Feuerpause hat exakt eine Stunde gehalten. Also Sie haben ja selber erwähnt, dass in Bachmut weitergekämpft worden ist. Das war keine Feuerpause, das war eine taktische Finte. Doch auch in Deutschland verfangen solche Manöver von Putin vereinzelt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA äußerten sich 49% kritisch über die Marderlieferungen an die Ukraine. Hier fordert Carlo Masala bessere Kommunikation der Politik. Ja, die Leute lehnen zu 50% die Lieferungen von Kampfpanzern ab. Aber das ist, glaube ich, genau deshalb, weil man immer denkt, jetzt wird Russland eskalieren. Und da seitens der Politik das realistisch sozusagen einzubinden und sagen, die Lieferung einer Waffe bedeutet nicht automatisch Eskalation. Putin wird dann eskalieren, wenn er eskalieren will. Der wird das nicht von dem Waffensystem abhängig machen. Und zunächst warten beide Seiten offenbar ohnehin auf den Frühling, um neue Offensiven zu beginnen. Dann dürften auch deutsche Panzer für die Ukraine im Einsatz sein. Und vielleicht kommt es dann zu einer weiteren Debatte, spekuliert Militärexperte Carlo Masala. Worüber wir nicht reden und auch noch nicht reden werden, ist halt Kampfflugzeuge. Also es stehen ja noch einige MiG-29, also die alte sowjetische MiG, stehen ja noch in mittel- und osteuropäischen Staaten rum. Das sind Kampfflugzeuge, die können die Ukrainer sofort bedienen, weil sie die kennen. Die haben sie selber in ihrer Luftwaffe. Und es ist ja bis auf den heutigen Tag so, dass keine der beiden Seiten die Luftüberlegenheit hat. Ja? Aber das ist eine Diskussion, die sehe ich noch nicht kommen.